1964, da waren Sie hier in Frankfurt als Besucher beim Auschwitz-Prozess dabei. Da ging es um das Böse. Sie haben ja dann dieses Essay geschrieben, Unser Auschwitz. Wenn Sie diesen Aufsatz, ich habe ja die Angeklagten auch nur kennengelernt in dem Prozess, und diese Angeklagten hatten grauenhafte Geschichten, bis sie so wurden, wie sie dann waren. Und es waren manchmal auch lächerliche Scheußlichkeiten in ihrer Biografie, die sie dazu gebracht haben, so zu werden. Die sind doch nicht der Herr Kaduk und der Herr Boger und der Herr Josef Klar, wie sie hießen, die sind doch nicht auf die Welt gekommen als Menschen, die andere so behandeln können. Das gibt es ja gar nicht. Das ist in keinem in den Genen ist das nicht enthalten, die Scheußlichkeit, die dann da zum Ausbruch kam, sondern so wird man abgerichtet, wenn einem durch sowas wie Nazi-Ideologie eine Machtillusion zugespielt wird, dass man glaubt, das und das und das sei man jetzt und das könne man oder müsse man jetzt tun. Das sind Dressuren auf das Schlimmste dressierte Menschen. Ich habe damals, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der Inhalt auch meines Aufsatzes war, die Medien waren drauf und dran, die Auschwitz-Verbrecher zu Bestien zu stilisieren. Und dann waren wir ja fein heraus. Da hatten wir ein paar Bestien, die klagen wir an, die erledigen wir jetzt. Aber wir haben damit nichts zu tun. Das stimmt einfach nicht. Ich habe geschrieben, Auschwitz war eine deutsche Institution. Da ist ein deutsches Wesensmerkmal der Organisation und so weiter, der Obrigkeitsheiligkeit ist da zum Ausdruck gekommen. Das war's, nicht? Und nicht das Böse. Deswegen auch der Titel Unser Auschwitz, haben Sie das, glaube ich, damals genannt. Genau. Ja. Das heißt, und ich habe dann später noch einmal, 1979, eine Ausstellung mit Auschwitz-Häftlingszeichnungen eröffnet, in Bonn in der Nähe. Und da habe ich dann geschrieben, Auschwitz und kein Ende. Das ist also so die Verarbeitung dessen, was da passiert ist in uns als Gesellschaft. Und so. Das heißt, dieses Potenzial steckt in jedem von uns drin. Ja, wenn Sie, ich würde dieses, da es sich nicht um eine elektrische Ladung handelt, das kann man mit Menschen machen. Man muss das nicht gleich ein Potenzial nennen, als hätte man es und da müssen wir nur noch was hinhalten und dann geht's. Das ist schon eine schwierige lebenslängliche Dressur, die da vorliegen muss. Ich komme zurück zu der Ausgangsfrage, auch wenn sie sehr allgemein war für Sie. Was ist der Mensch? Was bleibt vom Mensch? Das Buch heißt ja Mein Jenseits. Haben Sie mal eigentlich darüber nachgedacht, was bleibt, wenn man eines Tages nicht mehr ist? Ja, natürlich. Nichts. Nichts. Eine der schönsten, rührendsten Stellen, die ich bei Goethe je gelesen habe, dass er sich nicht vorstellen konnte, weil er hat es da noch mal mit Unsterblichkeit. Und er meinte da nicht die Unsterblichkeit in der Literaturgeschichte, sondern seine Goethe als Person, als Fleisch und Blut, als Wesen, dieser Kerl. Und dann hat er eben gedacht, das, was ich alles bin, das kann nicht aufhören. Das wird transformiert in jetzt nicht vorstellbar, aber in irgendeine Frequenz und Schwingung. Welle, Materie oder was auch immer. Also auf jeden Fall in irgendetwas anderes. Und das hat ihm so ein Gefühl von Unsterblichkeit vermittelt. Und das halte ich natürlich auch für eine wunderbare Glaubensleistung, eine herrliche Glaubensleistung. Das leiste ich zum Beispiel nicht. Ich
mache ich mich auf nichts gefasst. Sie machen sich auf nichts gefasst. Was bleibt für Menschen? Ich muss da noch an etwas anderes denken, bevor der Tod kommt. Sie sind, glaube ich, Jahrgang 27, oder? In den letzten Tagen habe ich noch mal gedacht, Jahrgang 23, Walter Jens. Sie kennen das Schicksal von Walter Jens. Seine Frau, sein Sohn haben ja davon berichtet. Walter Jens, der große Intellektuelle, wortgewaltig wie Sie, verbringt seinen Alltag heute am liebsten auf dem Bauernhof mit Hunden spielend. Dement, Alzheimer. Damals hat er mal gesagt, er hat Angst davor. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie Ihnen das gehen würde? Haben Sie vor so etwas Angst, dass man nicht mehr der Herr seiner eigenen Gedanken ist? Macht das Leben aus? Also, alles, was Sie jetzt geschildert haben, ist für mich unvorstellbar. Sie können es auch noch krasser, noch deutlicher machen, auf jeden Fall für mich, dass man eine solche Krankheit bekommen kann wie der Walter Jens. Das muss ich gar nicht so stilisieren, wie das jetzt da stattfindet. Das ist eine Krankheit wie eine andere Krankheit auch. Und davon kann reden, wer sie kennt. Ich kenne sie nicht. Aber nehmen Sie ein anderes Wort, Tod. Ja. Ich bezeichne Tod als ein Fremdwort. Warum? Was heißt? Ja, weil, verstehen Sie, ich kann nur mit Wörtern umgehen, mit denen ich Erfahrung haben kann. Oder die aus der Sphäre meines Sprachlichen stammen, also nehmen wir an, zum Beispiel Gott. Ja? Gott ist ein Wort mit einer, das ist geladen, das ist also ein, durch viele tausend Jahre. Da, wenn man, Hegel hat einmal gesagt, also, und er meinte, glaube ich, sogar die christliche Richtung, Gott ist ein leerer Laut, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Das kann ja auch sein. Aber es kann eben auch das sein, was in einer Messe anjubiliert wird. Anklingt. Ne? Ja. Mhm. Tod dagegen hat gar nichts. Es gibt für mich, gibt es ein halbwegs Empfindbarkeit dem Wort Sterben gegenüber. Das ist auch ein Verbum. Für Tod gibt es kein Verbum. Denn Töten kommt mir nicht vor, als sei es von Tod. Also Sterben ist etwas Konkretes, etwas Erfahrbares. Da weiß man, um was es sich handelt. Tod ist ein Abstraktum, ist ein, für mich ein Fremdwort geblieben. Mit dem wird Tod nicht auch, konkret? Also wenn ich den Tod, meinen eigenen kann ich mir vielleicht nie vorstellen. Gut, d'accord. Aber ist Tod nicht etwas, was ich auch erlebe? Den Tod eines anderen Menschen, den Tod eines Lebewesens, das mir lieb ist. Das Sterben eines anderen Menschen. Aber er ist dann nicht mehr da, er ist dann tot danach. Ach so, danach, ja, meine ich, wenn er nicht tot mehr da ist. Ach, das nennen Sie den Tod, wenn er nicht mehr da ist. Zum Beispiel, er ist gestorben, er ist tot. Das ich muss ohne ihn, das Leben geht ohne ihn weiter. Ja, aber das ist nicht der Tod. Er ist tot, schreibt man mit T. Das ist ein Adjektiv. Das heißt, er lebt nicht mehr. Das ist konkret. Aber was ist der Tod? Na gut, früher in einer bilderfreudigen Zeit hat man Tänze gemacht. Damit hat man auch gemalt und hat den Knochenmann und so weiter. Man hat versucht, ihn darzustellen. Aber das ist nur noch lustig. Keiner von uns wird den Tod mehr in so einem Sensenmann sehen. Nicht? Und das ist auch egal. Für mich ist es eben Sterben, für Sie ist es Tod. Ich habe mit Tod nichts zu tun. Gut, jetzt sind wir zum Ende des Gesprächs fast schon bei dem Tod wieder gelandet. Gehen wir einen Schritt zurück. Sie haben eben gesagt, lustig. Letzte Frage an Sie. Trotzdem nochmal nach dem Menschsein. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben auch einige Jahre Lebenserfahrung. Sind Sie eigentlich gerne, richtig gerne ein Mensch? Ja, ich bin sehr gerne ein Schriftsteller. Ob ich ein Mensch bin, das ist, verstehen Sie, ich frage Sie zurück. Weil etwas gerne zu sein, setzt voraus, dass man auch etwas anderes sein könnte. Bieten Sie mir bitte schön noch eine andere Möglichkeit, dann kann ich mich entscheiden. Nicht entscheiden, ich frage mal ganz platt, macht Leben Ihnen Spaß?
Gut, da könnte ich wieder sagen, Schreiben macht mir Spaß. Spaß ist nicht mein Wort, ich sage Freude. Ich habe ganz platt formuliert, ja. Ja. Nein, das ist, Spaß kann auch sein, aber mir macht Schreiben Freude. Wenn abends etwas auf dem Papier steht, was vormittags überhaupt nicht zu ahnen war, dann freut mich das. Ich freue mich über dieses Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Weiser. Das war Martin Weiser, unser Sonntagsgespräch. Was ist der Mensch? Wir haben eine Menge Stichworte bekommen und es geht weiter. Ich lade Sie ganz herzlich ein. Am kommenden Sonntag ist bei uns zu Gast Christiane Nüßlein-Vollert, die Biologin und Nobelpreisträgerin. Dann geht es mal aus ganz anderer Sicht, auch um die Frage, was ist der Mensch? Bis dahin, Ihnen eine gute Woche. Alles Gute. Tschüss.